Tradition und Gepflogenheit, dass wir hier einander zuhören. Bitte sehr, Herr Abgeordneter Dr. Beck, Sie haben das Wort. Dankeschön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Globalisierung ist ein allumfassender Prozess, der nicht nur wirtschaftliche und soziale, sondern auch ökologische Folgen hat. Diese werden nur allzu gerne von Ihnen ausgeblendet. Denn wenn es um die vermeintlich gute Sache geht, interessiert sie die heimische Natur gar nicht. Das beste Beispiel ist die rein ideologisch motivierte sogenannte Energiewende. Wenn durch Windkraftanlagen bedrohte heimische Vögel, Fledermäuse und Insekten auf den grünen Guillotinen geschreddert werden, so verbuchen sie dies unter Kollateralschaden. Auch die CDU rennt beim Thema Naturschutz den Grünen hinterher. In der Wortwahl mögen sich noch unterscheiden, doch gibt es längst keinen Unterschied in den Taten zwischen dem ehemaligen Umweltminister Remmel und der grünen Umweltministerin Hein-Esser. Sie haben lediglich noch ein unterschiedliches Parteibuch. Deshalb ergreifen Sie auch keine geeigneten Maßnahmen, um die heimischen Ökosysteme vor invasiven Neobiota zu schützen, die auch eine Folge der Globalisierung sind. Anstatt entschlossen die Wiederherstellung des Gleichgewichts in unserem Ökosystem zu forcieren, sagt die Landesregierung lediglich, dass die bereits etablierten, zum Teil bereits weit verbreiteten Arten so weit wie möglich eingedämmt werden sollen. Tatsächlich ist es der grünen Landesregierung nicht gelungen, auch nur eine einzige invasive Art wieder aus den heimischen Ökosystemen dauerhaft zu entfernen. Hinzu kommt, dass nahezu der gesamte Kampf gegen invasive Arten auf den Schultern der Ehrenamtler ruht. Die ehrenamtlichen Naturschützer, die die mühevolle Arbeit verrichten, indem sie beispielsweise großflächig und gezielt invasive Pflanzenarten identifizieren, aber bei der Bekämpfung in einer rechtlichen Grauzone gehalten werden. Und die Jäger, die im Rahmen der Hege ihrer Reviere gegen invasive Tierarten mit hoher Vermehrungsrate kämpfen, erhalten von ihnen keinerlei finanzielle Unterstützung, um diese meist jagdlich uninteressanten Tiere zu bejagen. Die Jagdbeauftragten für den Waschbär, eine besonders invasive Art ohne natürliche Feinde, die übrigens zur Bereicherung der heimischen Fauna hier ausgesetzt wurde, sind meist private Jäger in den Kreisjägerschaften. Auf staatlicher Seite in Nordrhein-Westfalen hat man scheinbar den Kampf gegen invasive Neobiota bereits aufgegeben. Auf der Internetseite des LANUF heißt es, dass, Zitat, eine Bekämpfung mit dem Ziel der völligen Tilgung nicht mehr erfolgsversprechend, Zitat Ende, sei. Ein achselzuckendes, jetzt sind sie halt da, statt Konsequenzenschutz heimischer Ökosysteme, das können wir auch bei der Bewahrung unserer heimischen Ökosysteme nicht akzeptieren. Der Schutz der heimischen Ökosysteme stellt einen öffentlichen Auftrag dar, dem nachgekommen werden muss. Dementsprechend sollte ein öffentlicher Auftrag auch mit öffentlichen Mitteln gefördert werden. Auch präventive Maßnahmen vor der Einschleppung möglicher invasiver Arten sollten verschärft werden und sich nicht nur im Rahmen der EU-Förderung bewegen. Insbesondere vor dem Hintergrund der Einschleppungshistorie des Ochsenfrosches sollten die in diesem Jahr gehäuften Fälle von entflohenen Kriechtieren in Nordrhein-Westfalen ein Alarmsignal sein. Eine Ausweitung des Einfuhr-, Besitz- und Vermarktungsverbots ist dringend geboten. Und wenn Sie schon diese mühevolle, aber wichtige Arbeit den Ehrenamtlern überlassen, dann sollten Sie diese Arbeit auch rechtssicher ermöglichen. Es kann nicht sein, dass ein Naturschützer, der in seinem Köcher, in einem Weiher eine invasive Flussart findet, diese nicht töten darf, da er sonst gegen das Tierschutzgesetz verstößt. Befähigen Sie die engagierten Ehrenamtler sowohl rechtlich als auch finanziell dazu, unsere heimische Natur zu bewahren, damit auch unsere Kinder sich noch daran erfreuen können. Vielen Dank. Vielen Dank.